Aber ich habe mich über das Ergebnis schon geärgert und gewundert, weil nämlich Europa nun alles Mögliche braucht, aber nicht nationalistische Beschränkung und einen Rückweg von der Freizügigkeit, von der wir alle profitieren, übrigens ganz stark auch die Schweiz. Und wenn man sich das dann anguckt, dann wundert man sich schon. Herr Köppel, Sie haben geschrieben als Chefredakteur für dieses Volksbegehren und Sie haben, wie Sie mir gesagt haben, vor der Sendung auch mit Ja gestimmt. Wie fühlt man sich als Sieger und Spinner? Ja gut, ich meine, man muss zuerst einmal die Begriffe klären, wenn man hier die auch Berichte im Fernsehen schaut, was jetzt Herr Stegner gesagt hat. Ich glaube, ein Großteil der Leute, die wissen gar nicht, worum es da geht bei dieser Abstimmung. Erstens, es geht darum, dass die Schweiz nicht für eine Abschottung stimmt, wie das hier auch der Europaabgeordnete Lambsdorff gesagt hat. Es geht nicht um eine Abschottungsinitiative, das war die Propaganda der Gegner. Es geht einfach schlicht und einfach darum, dass sich eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer gegen die eine überwältigende Gegenpropaganda gesagt hat, wir wollen selber über unsere Zuwanderung bestimmen. Wir wollen nicht sagen, Brüssel bestimmt über die Schweiz oder jeder Zuwanderer kann selber bestimmen. Wir bestimmen selber. Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und wenn ich dann höre, dass Politiker aus Deutschland wie Herr Stegner sagen, das sei eine Spinnerei, eine Verblödung, dann muss ich Ihnen einfach sagen, dann stelle ich einfach fest, eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber diesem demokratischen Volksentscheid. Und ich stelle auch fest, dass ich Herrn Stegner einmal in die Schweiz einladen muss, damit ich ihm einmal erkläre, was eine Demokratie ist. Eine Demokratie, Herr Stegner, heißt, das Volk ist der Chef und nicht der bezahlte Politiker wie Sie. Sagen Sie mit vielleicht zwei schlanken Sätzen, wovor hatte die Mehrheit, die knappe Mehrheit der Schweizer Angst? Welche Gefühle waren es, die zu diesem Ergebnis geführt haben? Oder welche Überlegungen waren es? Das ist auch schon wieder so eine Art patientenartige Diagnose. Die Schweizer haben nicht Angst. Die Schweizer haben einfach festgestellt, eine Mehrheit der Kantone und der Stimmberechtigten haben festgestellt, dass dieses auch von Herrn Stegner so eindrücklich besungene System der Personenfreizügigkeit problembehaftet ist. You're goddamn right. Und Sie sagen, sagen Sie doch mal drei der Probleme, die dazu geführt haben. Die Schweiz will selber über diese Zuwanderung bestimmen können. Gründer und Sprecher der Alternative für Deutschland. Wie viel von dem Unbehagen, von den Gründen, von den Argumenten, die Sie von Ihrem Nachbarn gehört haben, vermuten Sie auch in Deutschland oder finden Sie in Deutschland? Ich würde zunächst mal ganz gerne klarstellen wollen, was hier doch noch an Irrtümern durch den Raum schwebt. Es ist ja von Ihnen eben gesagt worden, Herr Plasberg, die Schweizer wollen keine unkontrollierte Zuwanderung mehr. Das ist ja nicht richtig. Die Schweizer haben gar keine unkontrollierte Zuwanderung, sondern bislang haben sie eine kontrollierte Zuwanderung. Nice. Und diese kontrollierte Zuwanderung, die wäre jetzt ausgelaufen im Juni diesen Jahres. Und dann haben Sie eben gesagt, Sie wollen weiter eine kontrollierte Zuwanderung haben. Das ist also eine Frage, die kann man wirklich sehr leicht mit Ja und Nein beantworten. Es ging darum, dass die Zuwanderung, Herr Krause, aus der EU, helfen Sie mir, natürlich möglich war und zwar unkontrolliert. Nein, sie war nicht unkontrolliert möglich. Es gab Schutzklauseln. Es gab Schutzklauseln und die wären jetzt am 1.6. ausgelaufen. Mhm. Und das wollten die Schweizer eben nicht haben. Und da die Schweizer ja nun nicht Teil der EU sind, müssen sie meines Erachtens sich auch nicht so sehr an die EU-Freizügigkeit gebunden fühlen. Sie sind ja vielleicht gerade deshalb nicht der EU beigetreten, weil sie diese Freizügigkeit nicht haben wollten. Und jetzt haben sie sich demokratisch entschieden, dass sie diese Freizügigkeit nicht haben wollen oder nicht vollständig umsetzen wollen. Dann finde ich, dann kann man das doch auch respektieren, dass das Volk das eben so sieht. Herr Stegner hat ja gerade gesagt, die Schweiz hat profitiert von der Freizügigkeit, die sie noch gar nicht hatten. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen davon nicht profitieren, wenn die Mehrheit der Schweizer sagt, wir sind eigentlich gegen eine unkontrollierte Zuwanderung, dann denke ich, sollte man das respektieren.